Willkommen zu einer neuen Folge meiner Reihe Geheimtipps. Ich habe noch nie über das Thema Piraten gesprochen, deswegen geht es heute mal um Venus der Piraten von 1960. Steuereintreiber wollen in Doruza statt des üblichen Zehntels gleich ein Drittel des Warenwertes kassieren, was bei den Handelsschiffern Proteste auslöst. Kapitän Mirko, José Raspe und seine Tochter Sandra, Gianna Maria Canale, werfen zur Belustigung des zuschauenden Volkes die Steuereintreiber über Bord und versuchen fortzusegeln. Die Flüchtigen werden jedoch gestellt und gefangen genommen. Zulian, der Herzog von Doruza, Paul Müller, beschließt, ein Exempel zu statuieren und die Rebellen hängen zu lassen. Von all dem ahnt Cesare, der Graf von Santa Croce, Massimo Serrato, nichts, der mit seinem getreuen Knappen auf dem Weg nach Doruza ist, um Zulians Tochter zu freien, aus politischen und finanziellen Notwendigkeiten heraus. Durch seine Ankunft wird die geplante Hinrichtung unterbrochen. Der Herzog hält es für klug, sich dem mutmaßlichen Schwiegersohn gegenüber in gutem Licht zu zeigen und lässt milde walten, indem er den Gefangenen das Leben schenkt. Heimlich gibt er jedoch Anweisung, den Kapitän zu beseitigen und Sandra mit anderen Frauen zusammen in die Sklaverei zu verkaufen. Tochter Isabella Schillergabel ist dem Herzog bei all diesen Ideen eine skrupellose Ratgeberin. Cesare ist gar nicht so sehr von Isabella angetan, mit der er sich verloben muss, sondern eher von der unbekannten Rebellin. Der Kapitän und Angehörige seiner ehemaligen Mannschaft konnten sich zusammentun, um Sandra und die übrigen Frauen vom Sklavenschiff zu retten. Nun endlich frei segeln Sandra, ihr Vater und ihre Gefährten zur Pirateninsel, der einzigen möglichen Zuflucht. Dort regiert der Albaner Livio Lorenzon, der sie zwar aufnimmt, aber zunächst keinen Ärger mit dem Herzog und seiner Flotte will. Sandra beeindruckt den Herrscher der Pirateninsel durch ein spielerisches Duell. Er willigt ein, sich unter die Führung der leidenschaftlichen Kämpferin zu stellen und mit ihr gegen den Herzog zu ziehen. Cesare hört daraufhin von dem Herzog, dass es viele Schwierigkeiten mit Piraten gebe. Er bietet ihm an, diese für ihn zu lösen, gewissermaßen als Hochzeitsgabe. In einem Rettungsboot lässt er sich von den Piraten auffischen. Eigentlich ist es sein Plan, mehr über die Gegner zu erfahren, bevor er sie an den Herzog liefert. Doch er erfährt von ihnen erstens, dass die bereits legendenumwobene Venus der Piraten Sandra ist, die ihm so gefiel, und zweitens, was der Herzog für üble Sachen zu verantworten hat, vom Sklavenhandel bis hin zur Ausbeutung des Volkes. Nun will Santa Croce die Seiten wechseln und für die Unterdrückten kämpfen. Isabella jedoch hat geahnt, dass sich ihr Graf in die schöne Rebellin vergucken wird und lässt diese schnurstracks an den Henker liefern. Kann Sandra gerettet und die Rebellion siegreich zu Ende geführt werden? Die Filmmusik stammt von Carlo Rustichelli, der zahllose historische Filme dramatisch untermalte, einer der fleißigsten Komponisten dieser Ära. Die schmetternden Trompeten im Vorspann sind ein Markenzeichen, das man in vielen anderen Filmen ebenfalls findet. Hauptdarstellerin Gianna Maria Canale war immer wieder in historischen Kostümfilmen zu sehen, wie zum Beispiel Der Tiger der Meere, Der scharlachrote Musketier, Der Löwe von San Marco oder Die Kaiserin des Oströmischen Reiches. Ihre beiden wichtigsten Filme waren 1957 I Vampiri, Der Vampir von Notre Dame, der wegweisend für den italienischen Gothic Horror war, und 1958 Die unglaublichen Abenteuer des Herkules, der erste italienische Sandalenfilm, der sich international gut verkaufte. Der Schweizer Charakterdarsteller Paul Müller, der den bösen Herzog spielt, war in über 200 Filmen aktiv. Besonders oft besetzte ihn der spanische Regisseur Jess Franco, zum Beispiel in Nachts, wenn Dracula erwacht oder Der Teufel kam aus Akasawa. Moira Orfei, die Darstellerin von Sandras Mitgefangener Jana, sollte von Nebenrollen wie dieser schon bald zu einer der beliebtesten Darstellerinnen des Kostümfilms aufsteigen. Die zwei vielbeschäftigten Schauspieler Livio Lorenzon und Massimo Serrato hatten unter anderem ein Jahr zuvor mit demselben Regisseur Mario Costa den Ritterfilm Mit Feuer und Schwert gedreht, kannten ihn also schon gut. Ein weiterer Piratenfilm von Mario Costa war Der schwarze Seeteufel mit Vincent Price und Ricardo Montalban, auch zu empfehlen. Danke fürs Zuschauen.